Hey und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich ein neues Feature ein Stück weit zeigen auf dem GoMaHD.net Server. Also ich zeige es nicht wirklich, es ist einfach, ich mache einen kleinen Speedrun auf der Map Weihnachten in der Community, denn dort in den Parcours wird jetzt die Zeit angegeben, die man gelaufen ist. Das finde ich eine ziemlich coole Sache, weshalb auch die nächsten paar Tage ein paar Speedruns hochgeladen werden. Ich habe auf drei Maps bis jetzt einen Speedrun gemacht. Vielleicht werde ich auch mehr machen, mal gucken. Und das wird jetzt die nächsten paar Tage kommen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas drüber kommentieren werde oder nicht. Auf jeden Fall ist das das neue Feature, weil ich ziemlich cool finde auf dem GoMaHD.net Server. Ich habe auch schon eine Idee im Forum gepostet, dass man vielleicht die Top-Zeiten per Video einschicken könnte, damit keine Hacker irgendwie durchkommen. Also jetzt gerade werden gar nicht die Top-Zeiten festgehalten. Aber ich finde dieses neue Feature ziemlich cool. Und ja, ihr könnt ja vielleicht mal schreiben, ob ihr schon irgendwelche krassen Zeiten auf verschiedenen Maps gemacht habt. Und ja, ich habe an der einen oder anderen Stelle in diesem Speedrun hier verkackt. Die Map ist jetzt nicht ganz so einfach, hat auch ein paar schwere Stellen, aber ich bin ganz gut damit klargekommen. Und ganz am Ende habe ich irgendwie in meinem allerersten Speedrun-Versuch, habe ich weiter hinten, da gab es eine Stelle, da wird auch ausgeschildert, irgendwie... Ja, alle Sprünge sind möglich, als ob das so krass schwer wäre. Und dann habe ich es beim allerersten Mal für First Try gemacht und ich so, alles klar, okay. Aber hier hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme. Und auch bei den Leitern später, am Ende hatte ich ein paar Probleme. Das liegt einfach ein Stück weit auch daran, dass ich in 1.12 spiele. Ich gewöhne mich da gerade an die Parcours-Mechaniken, die ja ganz leicht anders sind. Also Parcours fühlt sich ein bisschen anders an, wenn man extrem viel Parcours spielt, dann weiß man, was ich meine. Aber ich finde, wenn man sich daran gewöhnt, dann fühlt es sich ein bisschen smoother an. Ich habe dann wieder in 1.8 gespielt und wenn man sich an die 1.12 gewöhnt hat, dann will man irgendwie nicht mehr wirklich zurück in die 1.8. Aber das ist nur mein eigenes Gefühl. Vielleicht spüren auch ein paar von euch den Unterschied gar nicht, aber vielleicht verstehen auch ein paar, was ich meine. Ich habe auch schon mit ein paar anderen Kumpels gesprochen, die auch einen Unterschied spüren, aber naja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, viel Spaß beim Video und wir sehen uns in den nächsten Tagen. Ciao!